Bro, ich habe eine kleine, so ein klein, kleines Gimmick für das Format so jetzt mittlerweile oder mir überlegt. Und zwar nenne ich das Ganze Statement Time. Ich werde dir jetzt so vier, fünf, sechs Statements an den Kopf ballern und du reagierst einfach schnell, kurz, knapp auf die Statements. So, weißt du, ich meine, so die Statements habe ich nicht selber rausgesucht. Das war mein Bruder Fanus. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Der hat das ein bisschen redaktionell vorbereitet. So. Ich hau dir die Dinge an den Kopf. Du sagst einfach was oder sagst auch gerne gar nichts. Keine Ahnung. Je nachdem, wie du Bock hast. Ja? Aber auf schnell, schnell, schnell Basis so. Okay, erstes Statement: Kollege ist größer als Rakim. Größer? Kann sein. Du kannst dich für eins entscheiden: Hipster oder Punk? Ist dasselbe, oder? Nee? Habe ich bei. Weil du auch immer so schön auf Hipstern rumhackst, Digga. Ich habe ich versteh beides nicht. Okay. Liefert der heutige Flizzy noch dieselben Klicks? Mehr sogar. Mehr sogar. Ne? Ja. Flair und Bushido, never ending story. Die Leute wollen, glaube ich, dass das eine never ending story ist. Also, weil. Wir haben ja eben drüber geredet, so. Ja, wenn die das. Wenn wir alle vom selben Sport sprechen würden, dann wüssten die schon, wer gewonnen hat, glaube ich, wer es beendet hat. Wenn wir alle von derselben Sache reden würden. Aber es ist ja, wie gesagt. Internet. Internet, ja. Ja. Schwimmst du noch auf der neuen deutschen Welle? Nee. Was war die neue deutsche Welle? War das nur ein Album, war es nur ein Name oder war es für dich ein Movement? Es war. Ach, Movement, Alter. Movement würde bedeuten, dass du mit Leuten klarkommst und das schafft man nicht. Nee, aber weißt du, du weißt doch. Nee, die neue deutsche Welle war eigentlich nur ein Slogan, der falsch verstanden wurde. Neue deutsche Welle war so. So ein Hashtag-mäßig, wie besser wäre heutzutage gewesen, Hashtag so. Besser wäre gewesen, ich wäre Araber gewesen, hätte neue deutsche Welle gerappt. Ich habe mich so wenig Ja. deutsch gefühlt, dass ich halt gesagt habe, ich bin Neue Deutsche Welle. Aber deswegen habe Und ich mich das so. ist das, was ich am Anfang eingangs erwähnt hatte, so, weil deine Perspektive eine andere war. Ja, ich habe Und so die viele Leute Kanaken das. rumgegangen und deswegen dachte ich, Neue Deutsche Welle wird der Twist sein. Hat War nicht es aber nicht. funktioniert, Digga. Es war voll krass. Ich dachte, ich komme aus Dresden oder aus Chemnitz oder. Bescheuert, ne? Hättest du es, aber war keiner, der das auf dem Schirm hatte, so, dass das passieren kann, Digga. Doch, doch, die Leute um mich herum haben es auch genauso. Bisschen anders gesehen, glaube ich. Also, genau. Ich konnte es damals auch noch nicht so erklären. Es war auch noch so. Ich war noch jung, Alter. Bro, hast Erfahrung gemacht, so cool. Ja. Feature mit Bones rein musikalisch vorstellbar. Nee, auch musikalisch nicht. Was ist Flairs größter Traum? Mal mit einem coolen Song einen Hit zu haben. Einen coolen Song. Ein geiler Clubbanger oder sowas, wa? Ja, dass der überall, ein Hit ist ja, ein Hit, für mich ist es dann ein Hit, wenn er überall laufen Ja, kann. im Radio, in der Werbung, im Ja, Club, die überall, erste ne? Single, die jetzt kommt, die heißt Jetski und die ist ein Song, der kann überall laufen. Jetski? Wir gehen gleich noch ein bisschen aufs Album rein. Ein kleines Statement hier, haben wir auch aus Kommentaren rausgesucht. Album des Jahres 2020 wäre ein Kollabo zwischen Flair und Manuelsen. Glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Leute feiern Manuelsen und mich, weil wir mit der Art, von der Art her in den Interviews gleich sind. Aber musikalisch ist es ja nicht wirklich eng aneinander. Also es ist wirklich so, ich finde Manuelsen Aber Bro, weißt singt du halt sehr soulmäßig. So, ich finde halt, dass sozusagen Manuelsen singt halt auch wie ein Manuelsen. So, und ich finde es, also wenn man sich stark mit der Musik auseinandersetzt, dann ist das überhaupt nicht das Gleiche. Also rein musikalisch auf keinen Fall. Aber ich bin immer Nein. so der Typ, der sagt, weil ihr euch von der Man Persönlichkeit, könnte einen guten Song machen, weil ihr ja. von der Persönlichkeit euch so ähnelt, glaube ich auch immer, dass wenn ihr eine Kombination machen würdet, dass das immer krass ankommen wird, weil ihr dann wahrscheinlich einen Vibe haben werdet und ihr einen krassen Song machen werdet und diese beiden Persönlichkeiten da irgendwie durchkommen werden und die passen halt zusammen, finde ich. Ich finde Kontraste viel geiler. Also es wäre ja schon mal ein Kontrast, weil er halt ein großer schwarzer Typ ist und ich bin der Deutsche immer noch so für die Leute. Keine Ahnung. Es wäre Ich einfach. glaube, es wäre geil. Und ich Ja. glaube, es wird auch voll knallen. So. Ja, Ich kann glaube, es sein. wäre was so neue Türen öffnen könnte. Ich glaube halt, dass man sozusagen. Also ich glaube schon, dass man einen krassen Song machen könnte. Aber ein Album bedeutet halt so. Mann, was ist ein Album heutzutage? Mach eine EP, Digga, oder ein Projekt mit 7 Songs, Flair und Manuelsen, boom. Ich sag dir ganz im Ernst, ich habe ja jetzt, um es nochmal zu erklären, ich habe ja wirklich 8 Monate lang jetzt Albumphase gehabt, Album-Mode die ganze Zeit so Mucke gemacht und ich bin halt in meinem Film drin. Ich habe richtig viele Songs, mit Sinan G habe ich den Song nicht gemacht. Mit Manuelsen hätte ich den Song machen können, habe ich noch nicht gemacht. Haftbefehl und Du Maroc warten auf den Song. Wer noch? Das war's, ne?
Khalil, mit dem sollte ich noch einen Song machen. Auf deinem Für die. Das heißt, so, das sind alles Songs, die ich alle machen wollte, sonst würde ich jetzt nicht darüber reden, so, die ich aber alle nicht gemacht habe, wegen dem Album. Das heißt, wenn das Album erstmal fertig ist und das Album dann funktioniert, dann habe ich auch wieder so Geist dafür oder Kopf dafür, dass ich vielleicht mal was Neues und mich auf Leute einlassen kann und so. Aber ich habe das halt voll krass, gerade so, dass ich echt sage, also der Du Maroc-Song mit Haftbefehl, der steht schon fast, weil die Leute auch viel... Leg mir einen Song hin, zum Beispiel, wenn Manuel morgen kommt und sagt, ey, guck mal, ich habe hier einen Song geschrieben, da musst du rauf. Das ist heute was anderes, weil dann ist so, okay, da kommt einer mit einem Vorschlag und dann kann ich gucken, stimmt die Vision. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich der Visionär sein müsste bei dem Ding, sage ich gerade, bin ich überhaupt nicht in der Verfassung. Verstehst du, was ich hier sage? Ja, jetzt gerade sowieso so, nicht. Deswegen könnte ich jetzt, wenn Leute mich kannst jetzt... Auch so Fragen könntest stellen, du morgen sagen, ey, mit Migos, Alter, würde ich genau sagen, ey, Migos sind mir viel zu viel in wie, die Richtung. Wie soll ich mich da jetzt... Ja, Verstehe ich. Flair wird Veganer nach zu viel Beef. Nie ganz, nee. Ein bisschen weniger Fleisch ist gut. Ein bisschen weniger Beef ist auch gut. Aber ich halte es auch für eine Lüge. Was? Dass man komplett eine Sache macht. Eine Lüge? Was hältst du denn für eine Lüge? Ne, dass man komplett so positiv sein muss und positiv oder komplett vegan sein muss. Und wenn man das nicht macht, dann ist es voll schlecht für einen. Ich glaube, naja, das ist auch immer müssen, ist immer relativ. Nee, ich glaube, im Leben ist immer die Balance. Mein Leben ist immer die Balance. Ich glaube, das ist alles wichtig für einen, ist alles gut für einen, ist alles, ein bisschen Hass ist auch gut, ein bisschen Bad Vibes ist gut, ein bisschen Beef ist gut, ein bisschen Fleisch essen ist auch gut. So. Aber man darf halt nicht zu übertreiben. Alles, was du übertreibst, am Ende ist Kacke. So. Und wie gesagt, es geht eigentlich immer darum, um die Essenz. Das heißt, Beef ist nicht gleich Beef, also Red Beef. Fleisch ist auch nicht gleich Fleisch. Nee. Vegan ist auch nicht gleich vegan. So, weißt du, egal was im Leben ist, Leute bringen dir immer diese Toppings, ne? So. Toppings und dann, Und viele Leute, die denken dann halt, die sind dann moralisch besser geparkt, wenn sie halt sich zu dieser Gruppierung dazusetzen oder haben eine soziale Anerkennung, wenn sie jetzt das machen und das machen. Ich habe ein großes Problem damit, wenn Leute das machen, weil sie dann in ihrem sozialen Umfeld denken, sie kommen besser an. So, ja, du brauchst eine eigene Philosophie dahinter, eine eigene Motivation und eine eigene Rechtfertigung, warum du die Sache machst. Ja, genau, so, das ist auch cool so. Ja. Ich bin ja auch so, ich werde nie der nette Typ sein, so, ich werde nie der umgängliche Typ sein. Ich werde aber auch wahrscheinlich ein bisschen weniger mich auf Sachen reinsteigern, so, die einfach auch nicht mehr passen. Ich bin jetzt 37. Das ist halt auch voll falsch gesagt eigentlich. Ich werde nie der nette, ich werde nie der umgängliche Typ sein, Bruder. Das stimmt eigentlich nicht. Weil wenn man dich das erste Mal sieht, du bist voll freundlich und voll nett. Ja? Fakt. Ja, aber ja, nee, das ist Fakt. Der auch, Situation, ja. Egal ja. Wem gegenüber, ob es mein Kameramann ist, ob es irgendwelche Leute, mit denen ich arbeite. Ich habe dich ja beim ersten Mal getroffen und ich war am Anfang, ich wusste nicht, wer kommt denn da jetzt? Ja. Du siehst Flair-Interviews, du denkst, oh, Choleriker, schreit rum, dies, das, bla, kacke, da komme ich überhaupt klar mit dem so. Ja, verstehe. Und dann kommst du an, du bist voll freundlich und nett, Digga. Das muss man so mal auch sagen. Ich finde, du bist sehr nett und sehr freundlich so. Ja, vielleicht, ja, genau, der Lebenslage ist es auch nie Thema gewesen. Ich bin auch so im privaten Leben, ich bin auch, wenn es nicht um Arbeit geht, bin ich auch nicht jemand, der gerne sich zeigt oder laut ist oder bin sehr dann so für mich und grübel auch rum und so. Deswegen, keine Ahnung. Ja. Ist halt in dem Job, in dieser Sache, so habe ich es halt gelernt. So bin ich halt weitergekommen. So, deswegen sage ich ja, da werde ich nie komplett, glaube ich, jetzt den Netten machen. So, weißt du so? Aber es gibt ja Bereiche im Leben, wo ich auch gar nicht das verspüre, Druck zu machen oder so, weißt du? Ja. Flairs Schuhabdruck ist zu groß für Newcomer. Nee, ich glaube eher, dass ich oft in den Newcomern mehr sehe als die in sich. Verstehst du? Ich glaube, dass wenn ich den Newcomern weniger geben würde und den weniger abverlangen würde, dann wäre das für die einfacher, weil die dann weniger Druck verspüren. Aber ich glaube, dass Leute generell nicht so viel arbeiten wollen. Ich glaube, dass Leute generell nicht so eine große Vision haben und dass Leute auch nicht verstehen, was meine Vision dahinter ist. Und deswegen kriegen die Angst und deswegen schüchtert das die ein. Und am Ende des Tages, wenn sie nicht das Zeug dazu haben, bei mir, dann werden sie auch das Zeug woanders nicht dazu haben, weil alle erfolgreichen Leute sehen das so. Es gibt keinen Typen, der erfolgreich ist, dem es zufliegt oder der ist. Leute verkaufen das manchmal ein bisschen anders. Leute tun so, als wenn es einfach alles einfach ist so. Es ist für jeden Struggle und wenn Leute dann bei mir das zu hart finden, weil ich es denen halt ins Gesicht sage und dann, ich kenne die Moves, die Newcomer gemacht haben. Ich kenne ja die wahren Gründe, warum die Newcomer von mir weggegangen sind. Die wollten ja woanders hin. Die dachten, die können irgendwo einen schnellen Schnapper machen. Die haben mich ja nur benutzt.
Es war nicht so, dass ich die benutzt habe oder dass ich die nicht groß machen will oder dass ich denen dann am Ende irgendwas abverlangt habe, sondern die dachten dann, die waren dann mit anderen Leuten und diese Leute haben denen gesagt, komm, das geht bei mir einfacher. Und selbst wenn sie es denen nicht gesagt haben, sie haben sich da einfacher gefühlt. Sie haben sich da mehr, guck mal, wenn du mit deinesgleichen chillst, dann ist es für dich immer entspannter. Wenn du halt ein Penner bist, ich überspitze jetzt, ja. Wenn du ein Penner bist und du chillst mit Pennern, wirst du dich immer cooler fühlen, weil du kannst dann von deinen Pennern den Max machen. Wenn du mit Flair beim Studio bist und du hast drei Songs gemacht und dann kommt Flair und sagt, ey, das ist noch nicht gut genug, dann fühlst du dich kacke. Und darum gehen diese Leute dann dahin, wo sie sich gut fühlen. Das ist genauso, wie wenn ich dir sage, ey, du fühlst dich doch eigentlich besser, wenn du den ganzen Tag nur Eis isst, oder nicht? Ist doch geil, Eis essen und so schmeckt doch geil. In dem Augenblick fühlst du dich doch gut. Aber eine Stunde später oder einen Tag später bist du fett. Wenn du im Fitnessstudio bist, du fühlst dich doch nicht immer gut. Mhm. Du fühlst dich danach vielleicht gut, aber erstmal ist es voll anstrengend. Ja. Scheiße, jetzt wieder heute Beintraining schwer. Auf, fick die Welt. Ja, das ist dasselbe Ding. Die haben ihr Herz nicht trainiert und ihre Seele nicht trainiert. Ja, ist aber auch schwer für dich und auch als Mensch einfach dieses Feingefühl zu entwickeln. Wie gehst du mit diesen Jungs auch um? Weißt du, das mache ich ja gar nicht. Ich will da gar kein Feingefühl entwickeln. Du bist einfach, wie du bist, komm klar. Ich hab diesen Stress. Warum hast du nicht diesen Stress? Hä? Achso, du willst mein Geld, du willst mein Image, du willst mein Label, du willst meine Sachen haben, um voranzukommen. Ich soll den Stress haben, aber du nicht? Hä? Okay, scheint mir aber auch, dass du relativ kompromisslos dann bist mit deinen Künstlern auch so. Weißt du, was ich meine? So, ich bin ehrlich. Ja. Ich bin ehrlich. So, ja. Wenn du die Ehrlichkeit nicht abkannst, du weißt, und wenn du überlogen werden willst. Du weißt, aber viele können das nicht abkannen. Ja, weißt du, was ich meine? So? Schicken, ja. Aber das sind die wack, das sind die schwach. Naja, vielleicht einfach nicht so eine Persönlichkeit wie du halt auch, weißt du? Nee, es gibt nicht die Persönlichkeit. Nee, ich meine, es gibt einfach hunderte Persönlichkeiten. Jeder ist ja anders auch. Ja, es gibt hunderte, aber die Arbeit ist die Arbeit. Das Leben ist das Leben so. Ich bin derjenige, ich bin der nicht. Es gibt keinen Künstler, der von mir jetzt, von Maskulin weggegangen ist, der Erfolg hat. Wenn du mir einen zeigst. Wie meinst du, der danach Erfolg hat? Ja. Ach so. Wenn du mir einen zeigst, dann sage ich, okay, seine Persönlichkeit war eine andere. Anders heißt aber auch gut. Ja, du bist anders, heißt ja nicht, dass du scheiße bist. Aber die sind ja nicht besser oder gleich. Die sind ja schlechter. Ja, und jetzt? Wenn es zum Beispiel Sido ist, sehr, sehr erfolgreich und ich war mit ihm bei Agro Berlin und wir haben uns auch oft gezankt. Ja, bei Sido kannst du mir sagen, okay, Sido hat seine Persönlichkeit, der ist... Hat ein anderer hat seinen eigenen Weg gemacht. Ja, genau, fertig, ja. So gibt es keine Diskussion. Oder auch viele andere, mit denen ich da war. Aber was sollen denn die Künstler, die durch mich berühmt geworden sind, dann von dem Label weggegangen sind und dann halt faktisch, ist ja nicht meine Meinung, ich sag das ja nicht, um die schlecht zu quatschen, aber die haben keinen Erfolg gerade. Dann scheint es ja was gebracht zu haben, dass ich das denen so gesagt habe. Und okay, aber dann eigentlich stimmt der Fakt oder das Statement, Flairs Schuhabdruck ist zu groß für Newcomer eigentlich so, bis jetzt gewesen. Dass sie da reinsteppen konnten, dass du jeder Schuhabdruck warst. Von jedem erfolgreichen Menschen ist zu groß für jeden Newcomer, der denkt, dass es das ist, was sie, wenn er denkt, dass es alles ist, was man dafür braucht. Mhm. Ja. Okay. Aber es ist nicht der Flair und der Fußabdruck und der Typ und nur er weiß es. Ich bin da genauso wie alle anderen, die erfolgreich sind. Okay. New School ist better than Old School. Ja, ist der Fortschritt. Immer, wird immer so sein. Aber wer Old School gut findet, der findet Nostalgie gut. Wer Nostalgie gut findet, der findet halt nicht den Fortschritt gut. Das heißt so, ich finde beides geil. Wenn du es hörst, ich bin sehr nostalgisch. Als Konsument ist das kein Muss, aber als Macher von der Sache her, ja. Ich kann nicht in der ersten halben Stunde vom Tag Konsument sein und in der zweiten halben Stunde dann der Macher, der Produzent. Ich bin nur der Produzent. So, wenn ich dann irgendwann mal Feierabend mache und ich dann mir vielleicht Musik anhöre, dann kann ich mir auch Sachen anhören, die würde ich selber nie machen. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Song gehört von Yellow Wolf. You and Me oder Me and You? Me and You? So. Habe ich nicht gehört. Pff, das ist einer der krassesten Songs, die ich in meinem Leben gehört habe. Und ich könnte aber so einen Song, würde ich nie machen wollen für mich. Aber ich kann den hören und sagen, boah, das ist krass, Yellow Wolf ist unfassbar, der Typ so. Ich bin Fan von der Musik, so, das gibt's auch. Aber die meiste Zeit am Tag bin ich halt jemand, oder wenn ich jetzt im Interview... Ist das der letzte Song, der dich so gecatcht hat, so? Von ja, den habe ich vor zwei Tagen gehört, ist unfassbar. Der letzte internationale, der mich gecatcht hat, war von Drake, der War Song. Fand ich geil. Ja, der war gut, der war auch gut. Hab mich gecatcht, Bruder. Auch das Video und so, voll geil am Skien da, wie die da am Rumschienen sind und im Studio und so. Gut, aber die Sachen catchen mich auch immer, weil die sind ja auch neu. So, aber zum Beispiel der Yellow Wolf Song ist was ganz anderes. Mhm. So, und deswegen sage ich, okay, boah, krass, mich flashen halt auch Sachen, die ganz anders sind. So. Aber die meiste Zeit, Alter, sage ich halt auch, boah, Drake oder wow, das Neue. So, weißt du, Migos oder, weiß ich nicht, gibt's alle neuen, feier ich. Gunna, Pop Smoke ist ganz krass. Muss ich sagen, Pop Smoke ist voll hart, voll New York, aber... Pop Smoke? Ja. Kenn ich noch nicht. Ja, krass. Ich muss mal wieder reinfuchsen in den neuen Ami-Shit. Du hast mir jetzt ein paar Namen gesagt. Ja, den Song werde ich auf jeden Fall abchecken. Den muss ich abchecken, wenn du sagst, der ist krass. Alleine oder Feature? Alleine. Alleine? Singt doch nur, ist überkrass. Geil. Muss ich mal reinziehen, Alter. Okay.